Hallo Freunde und willkommen zurück zu Dunkle Seelen 3, sozusagen. Okay, das Gebiet hier... Ach scheiße, jetzt hat er da den schon verzaubert. Und da werde ich direkt gechased von irgendeiner komischen Geschichte. Der hat rote Augen. Rote Augen sind meist nicht so schön. Also, ich meine so, ne? Ihr wisst schon, ihr wisst, was ich meine. Natürlich wisst ihr, was ich meine. Okay, ich stelle gerade auch fest, dass das zwar alles schön und gut ist mit so viel Ausdauer, wenn man dann irgendwie einmal mehr zuhauen kann, aber es dauert auch umso länger, bis die wieder voll aufgeladen ist. Na komm, na komm. Ach komm, der eine blockt für den anderen? Ernsthaft? So ein krasses Teamwork? Zwischen scheiß KI-Gegnern? Und da hinten sehe ich noch den scheiß Kleriker, der heilt den einen Typen gleich. Ich sehe es doch, komm, wieder den einen heilt. Nein, Mann, nein, nein, my turn. Aua, blöder Penner. Ah. Das sind ja echt im Prinzip die Gegner, die man auch ganz am Anfang schon bekämpft hatte, ne? Nur halt in stärkerer Version. Echt, ich hatte nicht mehr Stamina, um nochmal zuzuhauen? Alter, überleg mal, wie viele Tränke ich jetzt schon für diese scheiß Gegner hier verbrauche. Und der Typ da hinten heilt den gleich auch noch wieder. Bam, bam, fuck. Nein. Na ey, komm, die Mann. So, der andere haut wieder ab, oder? Kommt der doch wieder? Der hat sich gerade so umgedreht und auf der Stelle einfach direkt zugehauen. Ja, der hat wieder fast volles Leben. Alles klar, Boy. Lass dich halt heilen von dem scheiß Priester. Alter, kriegst du auch mehr maximales Leben oder so? Was bist du denn für ein komischer Typ eigentlich? Nein. Danke. Und jetzt hast du wieder fast volles Leben. Ich krieg die Krise. Ich muss erst deinen Kumpel killen. Sorry. Nein. Bam. Bam. Alles klar. Okay. So, und jetzt bist du dran. Jetzt können wir spielen. Und zwar ohne, dass ich auch nur einen Schadenspunkt kriege von dir. Oh, oh. Gefährlich. Aber kein Damage bekommen. Nein. Böse. Böse, böse, böse. Nein, oh fuck. Oh, Dreck, Dreck, Dreck. Ja, so viel mit kein einziger Schadenspunkt. Hälfte Leben abgezogen. Scheiße, ich habe echt fünf Potions für diese drei, vier Gegner gebraucht. Ah, Enttäuschung. So, wir haben gerade das sogar bekommen, ne? Großschwert des Lothric-Ritters. Ja, achso, das macht dann halt noch Blitzschaden. Alles klar. Ist halt gut, wenn man irgendwas hat, wo man weiß, dass es schwach gegen Blitz aber dass man dann auch noch zufällig gerade in dem Moment das Schwert irgendwie auch noch geupgradet hat auf, sagen wir mal, plus 6 bis plus 10 ist halt schon, ja, wäre ein großer Zufall. Und wenn es nicht gerade geupgradet ist, dann hat er zwar vielleicht Blitzschwäche, nicht viel Blitzresistenz. Ist das etwa Ritter? Oh ja. Dafür macht das Schwert insgesamt halt so viel weniger Schaden. Und dann lohnt sich das meist auch wieder nicht. Gut, hier ist irgendwie nichts. Dann gehen wir mal links hoch. Ich vermute ja, dass wir jetzt von hier aus irgendwie in Richtung Drache kommen. Hier ist auch kein Hebel. Kein Item, keine Gegner. Oh, das da sieht schwer nach Boss aus. Ich kann mich ehrlich gesagt gerade nicht erinnern, welcher. Ich kann mich aber erinnern, dass ich hier gestorben bin ein paar Mal. Und ich bin nämlich immer direkt von hier aus zum Boss gelaufen. Immer den Weg. Ja! Oh, ich erinnere mich, genau. Ne, weil ich wollte nicht die anderen Sachen erkundigen. Erkunden, meine ich. Wollte mir das halt für nach dem Bosskampf aufheben. Aber hier war irgendwo ganz in der Nähe. Oh oh. Die Teile sehen nicht gut aus. War hier ganz in der Nähe dann ein Bonfire, was ich übersehen hatte. Und eigentlich wäre der Weg dann zum Boss immer total kurz, aber ich hatte immer total den langen Weg. So, was haben wir jetzt hier? Boah, hier war ich glaube ich noch gar nicht. Hier war ich, glaube ich, noch nie. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Scheiße, die haben mich jetzt schon gesehen. Dann scheißen wir auf die Verzauberung. Alles klar, zwei von denen und der Nahkämpfer. Boah, yes, Alter, was war das denn für ein geiles Timing gerade? Das war ja wohl mega geiles Timing. Dass ich seinen Angriff genau in der Luft abgefangen habe, nachdem ich die Pfeile... Oh, jetzt bin ich fast tot. Blockiert habe. Nein, nein. Okay, das war irgendwie alles nicht mehr so geil. Nein, ich wollte nicht treten. Ich wollte den Sprungangriff machen. Das ist so eine Sache, da werde ich nie drauf klarkommen. Wann man jetzt tritt und wann man einen Sprungangriff macht. Weil das halt bei mir auf den Maustasten liegt, die ich halt sonst quasi nie verwende. So eine Maus mit viel zu vielen Tasten. Und, ja. Oh, da fällt mir gerade was Wichtiges ein. Eigentlich würde ich mir gerne, das ist gerade so ein bisschen off-story, aber egal. Eigentlich würde ich mir gerne eine mechanische Tastatur holen. Da fällt mir jetzt aber auch geradezu auf, das ist vielleicht nicht die beste Idee, so als Let's Player. Oder zumindest, wenn man Let's Play-Videos macht.
bin das ja nicht gerade hauptberuflich. Kann ich übrigens auch ein paar Sachen erzählen, wenn ihr Bock habt. Bezüglich so meines Studiums und allem. Das interessiert ja manche doch so einigermaßen, wie es scheint. Zumindest kriege ich da immer einiges an Rückmeldung dann. Worauf wollte ich hinaus? Achso, ich hatte mir überlegt, mir eine mechanische Tastatur zu kaufen. Dann ist mir aber aufgefallen, dass die alle nur recht wenig G-Tasten haben. Also ich habe jetzt eine Logitech G19, die hat halt 12 G-Tasten. Ritterring, was macht der denn? Ritterring, Ritterring, Ritterring. Erhöht die Stärke. Aha. Oh ja, der ist sehr wichtig, wenn man Dingens tragen will. Hier, Fax Fume Ultra Großschwert oder auf Deutsch Rauch Ultra Großschwert. Da braucht man nämlich 50 Stärke für. Und weil man eigentlich Stärke nicht wirklich so hochpumpen will, kann man sich ein bisschen helfen mit dem Ring. Ich glaube, der erhöht das um 5. So, hier war ich irgendwie echt noch nicht, aber es scheint mich ja zu dem Drachen zu führen. So, du hast mich noch nicht gesehen. Alles klar, bist du irgendwie ein bisschen kurzsichtig, oder? Achso, das war aber auch wirklich gerade so einen halben Meter vor der Range, wo er mich dann sehen würde. Boah, ich stelle auch gerade fest, dass wenn ich noch so ein bisschen mehr Kondition hätte, dann würde ich mit dieser Waffe noch einen Angriff mehr hinkriegen. Wäre natürlich auch krass. 6 Angriffe am Stück, aber ehrlich gesagt schafft man das so selten, wirklich 6 Angriffe am Stück rauszuhauen. Weiß gar nicht, ob das so wichtig und gut wäre. Gut, boah, nee, hier war ich echt noch nie. Ist das etwa Meister? Hä? Gelobt sei die Sonne, ach so. Ach, hier kann man die Medaillons da bieten. Ja, da, bitte sehr. Den Eid jetzt noch tiefer ergeben. Alles klar, haben wir. Aber jetzt haben wir keine mehr, ne? Nee, okay. Ha. Sieht ja ein bisschen komisch aus. Gelobt sei die Sonne, ja. So, hier liegt die jetzt wieder anders. Das dürfte jetzt keine Mimik sein. Alles klar, okay. So, Titanitschuppe. Da ist irgendwer gestorben. Eigentlich gerade abgerufen, um zu sehen, wie. Aber irgendwie wird es nicht angezeigt. Okay, wo sind wir jetzt hier? Ach, wir sind hier an der Tür. Nee, hä? Moment. Achso, hier war der Fahrstuhl. Nee, den haben wir gar nicht benutzt. Wir sind ja die Treppe hochgegangen. Ach, und jetzt sind wir hier wieder rausgekommen. Okay, also einmal ein Rundgang. Jetzt können wir hier noch den Fahrstuhl nehmen. Aber wir waren wohlgemerkt nicht bei dem Drachen, ne? Jetzt habe ich natürlich eben mich nicht wirklich konzentriert, sondern mehr gelabert. War da vielleicht irgendwo eine Gabelung? Also ich habe zumindest bewusst keine Gabelung gesehen. Sah aus wie eigentlich einmal... Ja, wir sind ja oben aufs Dach gelaufen. Da war der Weg über das Dach. Mit den Bogenschützen und dem Nahkämpfer. Und wo sind wir jetzt? Ach, wir... Ah! Okay, ich hoffe, ihr wisst, wo wir sind. Alles klar, okay. Ja, hier kämpft man schon mal gegen weniger Gegner, um bis zu diesem Boss hier oben zu kommen. Also wir sind jetzt... Wo fangen wir an? Hier bei dem... Ne? Dancer of the Boreal Valley, bei der Tänzerin. Und dann Leiter hoch und dann geradeaus gehen in den letzten Raum, wo Roter Ritter und Priester sind. Und dann nach links und da war der Fahrstuhl und der war kaputt. Aber jetzt haben wir ihn hier aktiviert bekommen und dann können wir ihn ab jetzt auch von unten verwenden. Genau. Okay. So. Hier ist irgendwie... Scheiße, ich kann mich echt nicht mehr an die Level hier erinnern. So, das dürfte auch keine Mimik sein. Kette liegt so rechts gebogen. Also nochmal hier für alle, ne? Kette rechts gebogen heißt eigentlich so keine Mimik. Und wenn die Kette aber so nach vorne liegt, so nach vor steht, dann Mimik. So rum hat es zumindest irgendwie passt es fast immer, glaube ich. Vielleicht auch immer. Man, vielleicht trollt es, das Spiel dich aber auch manchmal. So, da könnte ich mich runterfallen lassen und da liegt offensichtlich ein Item unten. Wollen wir erstmal hier gucken. Okay, hier haben wir auch noch was. Roter Tränensteinring. Wir haben wohlgemerkt sehr, sehr früh einen blauen Tränensteinring bekommen. Erhöht Schadensminderung bei geringem TP. Verstärkt Angriff bei geringem TP. Ah ja, okay. Alles klar, das eine ist also ein Defensivring, das andere ein Offensivring, aber ansonsten machen wir das gleiche quasi. Bei geringen TP gibt es Boni. Das ist mir aber eigentlich zu tief, um mich hier runterfallen zu lassen, ehrlich gesagt. Haben wir irgendwas, was den Fallschaden verringert oder so? Gibt es nicht irgendwie sowas? Verringert FP, Reife und kritische Treffer, mehr Ausdauer. Von hinten erlittener Schaden. Geschick leicht erhöhen, bla bla bla. Ne, irgendwie nicht, ne? Scheiße.
Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir mehr oder weniger Schaden bekommen, wenn ich die Rüstung ausziehe. Also, auf der einen Seite bekommen wir, oder müssten wir weniger bekommen, weil... Okay, das ging. Hä, das ging voll. Lol. Das sah so mega tief aus. Alles klar, hier hinten ist nichts. Ja, da sieht man, da soll man offensichtlich nicht hin. Da ist die Texturierung plötzlich auch so richtig schlecht. Also das Spiel, ich weiß nicht, 99% sind gut ausgearbeitet. Aber manchmal sieht man dann irgendwie auch echt, dass es so richtig schlecht ist. Naja. So, ich hoffe, das war es jetzt wert. Eine Kaita-Glocke. Das klingt schwer nach irgendeinem Kleriker-Item. Hier auch. Das ist überhaupt nicht ausgearbeitet, die Stelle. Was soll das denn? Versuch Distanzkampf. Nö. Ich habe ehrlich gesagt einfach gar keinen Bock auf die. Wir können ja einfach von dem Leuchtfeuer aus. Und zwar, welches nehmen wir jetzt? Wir gehen jetzt erstmal zurück hier. Und wir können einmal aufleveln. Und dann nehmen wir das Bonfire bei der... Da, wo die Tänzerin war. Das nehmen wir. Genau. Habe ich genug, um einmal zu leveln? Ja, sehr schön. Machen wir das doch einmal. So. Ach ja, ich wollte ja eigentlich gucken, ne, ob Quality Build oder nicht. Ich mache jetzt einfach mal Stärke auf 20. Ich denke nicht, dass das ein Riesenfehler sein wird. Ich muss jetzt einmal gerade gucken, profitiert unser Katana davon auch? Wenn ja, dann nicht viel, ne? Naja, mit E, also wirklich nicht so viel. Aber ich glaube, es war vorher plus 144 und jetzt ist es plus 146. Also irgendwie 2 Damage pro Level. Das ist jetzt echt nicht so die Welt. Naja gut, besser als gar nichts. Also wie gesagt, bezüglich der Quality-Build-Geschichte, ich werde nach dieser Folge einmal gucken. Was wäre eigentlich die Alternative? Also wir sind ja jetzt hier beim Drachenhort. Wenn ich den Drachenhort-Weg gehe, jetzt mal gerade überlegen, dann müsste ich halt wieder an recht vielen Gegnern vorbei. Hier beim großen Turm waren wir... Ach ja, richtig. Schon gut. Ne, Moment, es gab da noch einen anderen Weg, ne? Das mal gerade ganz am Rande. Also wir merken uns. Wir haben jetzt einmal über der Tänzerin da... Habe ich Caps an? Oh ja, ich habe Caps an. Bei der Tänzerin haben wir, wenn man hochgeht, Gegner, Fahrstuhl. Da ist Rauch, Boss also. Hier, wo ich jetzt hingehe, haben wir auch den Boss. Wohlgemerkt, wie gesagt, der schwerste. Aber hier gibt es noch einen anderen Weg. Und ich glaube, den sind wir noch nicht gegangen. Also wenn man jetzt hier weitergeht und dann da rechts. Schwerer Boss. Aber hier waren wir noch gar nicht, ne? Ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich das so am Ende der Folge anfange eigentlich. Aber alles, was wir quasi vor dem Bossfight machen können, aktuell gerne. Weil jedes Level, das wir irgendwie noch vor dem Bossfight kriegen, uns natürlich hilft für die Bossfights. Also alles, was da irgendwie unterstützt, ist natürlich gern gesehen. So, ach, der schießt Feuerbälle. Die Stelle hier war sowieso auch blöd. Ich glaube, da kommen gleich... Mann, Alter, der Feuerball kommt so ganz plötzlich aus seiner Schnauze raus. Ich glaube, da kommen jetzt so ganz viele Gegner nach und nach von oben runtergelaufen. Und da oben war irgendwas. War da wieder was mit dem Drachen oder so? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Was war hier? Geht's hier weiter? Oh, shit, hier ist Hevel. Oh, shit. Ja, okay, da können wir zumindest einmal probieren jetzt diese Folge. Einmal gegen Hevel zu kämpfen. Yo, der kriegt ja auch so gar keinen Damage, Alter. Magma ist hier oder Magbi oder was auch immer. Poke-Action. Nee, leider nicht. Sieht der etwas anders aus. Das hier ist irgendwie mehr... Keine Ahnung, was es ist. Ist einfach irgend so eine scheiß... Und die springt so plötzlich auf ihren Rücken. So eine scheiß Schildkröte. So, gebogen, keine Mimik. So eine scheiß Schildkröte, die irgendwie Feuer spucken kann. Also, wir haben jetzt echt viele Stellen, wo wir weitermachen können. Wir können hier weitermachen. Ich kann hier hoch. Hier oben ist aber nur ein Gegner, wohlgemerkt ein schwerer. Oh, der Wortwitz. Oh, wie schlecht. Das war keine Absicht. Oh Mann, ihr werdet es gleich schon verstehen. Die es jetzt noch nicht verstanden haben. So, und wir haben diesen Rauch da bei dem Fahrstuhl. Und wir haben, ja, quasi den schwersten Boss. Alles klar. Der schwerste Boss, so ganz kurz zusammengefasst, ist quasi irgendwie Zeus mit einer Lanze auf dem Drachen. Okay. Und mit Zeus meine ich halt, er schießt Blitze. So, Meister voraus. Also vorne ist Hevel. Hevel hat mega schwere Rüstung an. Und auch noch so eine Art, ich nenne es jetzt mal Zauber. Er ist dann quasi so aus Stein plötzlich und kriegt auch keinen Damage mehr. Oder quasi keinen Damage mehr. So, ich darf nicht gleichzeitig Alt zum Gehen gedrückt halten und dabei Tab drücken, sonst tappe ich ja aus dem Spiel raus. Deswegen muss ich immer dann einmal aufhören zu gehen.
Fangen wir mal mit einem sehr schweren Angriff an. Dass wir schon mal ein bisschen Damage draufkriegen. Alles klar. Jetzt müssen wir vor allen Dingen aufpassen, dass wir nicht sterben. Hier haben wir auf jeden Fall gerade schon mal eine Scholle bekommen. Das ist sehr cool, weil ich glaube, mit der Scholle bekommen wir unsere Waffe auf plus 10, wenn ich mich nicht irre. Was auch sehr cool ist, ist, dass wir ihn aus dem Konzept kriegen. Also, ich weiß gerade nicht mehr, wie man das jetzt in Game-spezifisch nennt. Aber er haut dann nicht weiter zu. Oh, fuck. Okay, also, wenn er seine Combo angefangen hat, dann beendet er sich auch. Alles klar. Aber wenn er gerade für seinen ersten Hit ausholt... Okay, jetzt irgendwie auch nicht mehr. Eben haben wir ihn doch aus dem Konzept immer bekommen. Jetzt irgendwie nicht mehr. Okay, ich trinke mal einen Trank. Oh, jetzt macht er, glaube ich, seine Verzauberung, wenn ich mich nicht irre. Ja, jetzt kämpft er auch zweihändig mit seiner Waffe und kriegt irgendwie überhaupt keinen Damage mehr. Mega assi. Guck mal, wie auch einfach, wie seine Waffe klingt und wie unsere Waffe dagegen klingt. Das ist einfach richtig lächerlich, ey. So, jedenfalls die Waffe, die er der hat, wenn ich mich nicht irre, dann ist das ein Zahn von einem Drachen. Was ich eigentlich ganz cool finde. Und er benutzt halt die stumpfe Seite dann quasi, also die Wurzel quasi als Keule sozusagen. Also finde ich von der Idee her halt eine super Sache. Ob das jetzt sinnvoll wäre oder ob man lieber mit der spitzen Seite eigentlich zustechen sollte, ist halt so eine Frage. Jedenfalls ist die Waffe halt extrem schwer. Sieht man ja auch, ne? Und, oh, oh, fuck. Oh, das habe ich zum Glück geblockt bekommen. Hat zwar echt viel Kondition geholt, aber... Bam, oh, scheiße. Alles klar. Ja, aber ich sag mal, wenn ich jetzt so weitermache, kriege ich den auf jeden Fall. Und das ist ja schon mal ganz gut. Weil, soweit ich mich erinnere, habe ich mit meinem stärkeren Charakter 2 Versuche gebraucht. Oh, fuck, ich habe gerollt. Oh, Mann, Leute, ich brauche eine neue Tastatur. Also, das klingt jetzt wie eine scheiß Ausrede, aber ernsthaft. Ich habe eben schon gesagt, war das diese Folge? Ja, war diese Folge. Dass ich gerne eigentlich eine andere Tastatur haben möchte. Der Grund ist, dass bei meiner Leertaste dieser Rubber Dome kaputt gegangen ist, wem das was sagt. Ich hoffe, irgendwem sagt das was. Also, normale Tastaturen haben unter ihren Tasten so eine Gummi-Halbkugel. Und die Gummi-Halbkugel drückt man rein. Und dadurch... also es fließt normalerweise... Also, Moment, ich kenne mich jetzt nicht hundertprozentig aus, aber es fließt normalerweise, glaube ich, Strom durch die ganze Tastatur. Und wenn man das Gummi da drauf drückt, dann wird dann nicht mehr geleitet oder sowas. Oder dann wird geleitet, irgendwie so. Wobei Gummi ja eigentlich nicht leitet, ne? Ich glaube, dann wird nicht mehr geleitet. Das wird detektiert und dann wird halt, ja, übers Kabel, über USB, bla bla bla, das weitergesendet, dass man halt die Taste gedrückt hat. So, und jetzt ist es bei mir leider so, vielleicht durch zu viel Benutzung, vielleicht durch zu hartes Draufhauen, keine Ahnung, diese Halbkugel aus Gummi, die ist eben gerissen. Und dadurch ist die jetzt so, ja, nicht mehr so hoch wie sonst. Und deswegen muss ich halt tatsächlich doller auf die Leertaste hauen. Wodurch natürlich der Rubber Dome noch mehr kaputt geht. Ah, hier sind wir, ne? Guck mal, erinnert ihr euch? Hier so? Da liegen auch keine Items, ne? Ich sehe zumindest keine. Naja, okay. Ja. Achso, und das ist der Drache? Nee, hä? Ist noch ein anderer Drache. Okay. Ja, jedenfalls ist das ein bisschen blöd und gut, ich habe dann die Taste schon mal rausgenommen, habe dann irgendwie versucht, das ein bisschen zu reparieren, habe so anderes Zeug da noch reingemacht, was dann dabei hilft, irgendwie die Verbindung da zu überbrücken, aber irgendwie klappt das alles nicht so richtig, von daher brauche ich eigentlich eine andere Tastatur. Ich würde, wie gesagt, gerne eine mechanische Tastatur nehmen, hat aber A das Problem, dass das Drücken sehr laut ist, was nicht, oder bei vielen zumindest, es gibt auch unterschiedliche Tasten wieder, aber bei vielen ist das Drücken sehr laut. Und das ist nicht so cool für Let's Plays. Das ist nicht so cool, wenn man sich beim Schreiben konzentrieren will. Hä, wo bin ich denn jetzt? Weiß jemand, wo ich bin? Ich weiß es gar nicht genau. Hä? Lol. Das kommt mir alles so bekannt vor, aber irgendwie... Ich glaube, ich bin auf jeden Fall wieder ganz nah an der Stelle, wo man eigentlich gegen den... Gegen den Drachenritter Zeus kämpft. Also da will ich auch nicht mal unbedingt weiter. So, hier hoch kann man gehen und da oben hat man irgendwie, da oben war irgendwie auch irgendwas. Ich weiß aber nicht mehr was. Aber wir werden es vielleicht auch erst nächste Folge sehen. Als ich diese Folge nur noch den Weg bis dahin freikämpfe. Ich denke, das passt dann zeitlich. Mann, hä, was? Als ob wir hatten doch gerade schon wieder genug Stamina. Willst du mich verarschen? Oh, scheiße, und das ist so eine etwas größere Version davon. Nein. Bam, nein. Hä? Wieso kann der so schnell hauen mit so einer scheiß Axt? Willst du mich verarschen? Was ist das denn für ein Attack Speed? Mit so einer scheiß Riesenaxt. Nur das Teil ist auch scheiß riesig, aber trotzdem. Was hat er denn für ein... Alter.
der Muscles. Muscle Boy. Nein. Nein. Okay, das kannst du ruhig machen. Hä? Jetzt hilft dein Freund dir da einfach und ich wollte mich gerade an der Nase kratzen. Nein. Lass mich doch mich an meiner Nase kratzen. Willst du mich verarschen? Wieso lässt du mich nicht an meiner Nase kratzen? Jetzt bin ich wieder ganz im Level-Ecke und komme hier garantiert wieder nicht raus. Wetten? Wetten, ich komme hier wieder nicht... Ja, ich bin wieder ganz in der Level-Ecke. Was soll ich denn machen? Ich kann nur hin und her rollen und das bringt einfach überhaupt nichts. Mann, dieses scheiß Spiel, ne? Also die Kacke ist echt scheiße. Das, ja, weiß nicht, es macht echt keinen Spaß in dem Moment. Was soll man denn machen? Warum kann ich nicht... Also ich sag mal, wenn die Hitboxen passen würden... Moment, also ich reg mich jetzt ein bisschen auf, ja, aber dennoch. Wenn die Hitboxen passen würden... Dann könnte ich ja, ich sag mal, an deren Beinen vorbeirollen. Und ich habe ja auch eigentlich bei so einer Rolle, da ist ja auch eine gewisse Wucht mit dabei, sag ich mal. Also ich sag mal, guckt euch mal die Rolle an. Wenn der Typ hier, der wiegt mit seiner Rüstung vielleicht 110 Kilo oder so, wenn er dann so angerollt kommt, also so kleinere Gegner, so ein Bein oder so, wird er dann schon mal weghauen. Aber nein, man rollt dann so blöd auf der Stelle irgendwie rum, weil die scheiß Hitboxen da kacke sind. Ah, es riecht mich einfach auf. Naja. Gut, nächste Folge holen wir also unsere Seelen wieder. Gehen dann da weiter. Da oben, ich weiß nicht, irgendwas war da. Irgendwas auch mit Cutscene und so. Wird nicht ganz unwichtig sein. Und nächstes Mal machen wir dann wahrscheinlich aber bei dem anderen Boss weiter. Also der da in der Burg Lothric, würde ich sagen. Ich hoffe, dass ich dann alle überall passend dran denke. Kann auch sein, dass ich mich dann erst wieder ein bisschen einarbeiten muss. Alles klar, ich erkundige mich gleich noch ein bisschen wegen dem Quality-Build. Aber das war's soweit für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Wie immer, gerne gesehen. Und dann bis morgen zur nächsten Folge. Tschüss!